Ja, hi Freunde. So, ich habe einen leichten, aber schönen Knaller für euch. Und hier spricht euer Zockopa Exodia Black. So, wie ihr seht, schwenke ich schon nach oben. Und was sehen wir dort? Na Halleluja, ein Portal. Ich habe überall nachgeguckt, Leute, und ne. Ich habe es bei noch keinem gesehen und wenn es so sein sollte, dann habe ich es übersehen, aber das glaube ich nicht. So, hier sind die ersten beiden Truhen von dort und sind lecker Sachen drin. So, und nun werden wir uns, also ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe hier rumgestöbert, bin abgeguckt und, weil ich das Spiel eigentlich so weit durch habe und, ja, habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt machst du dir mal das Ding und guckst einfach überall nach. Ich bin wirklich von Anfang bis Ende durchgegangen und meine neuen Fährmannsmünzen habe ich nicht gefunden, aber nicht so schlimm. Dafür habe ich hier ein neues Portal gefunden und eine Leckertruhe, die einen geilen Punkt beinhaltet. Ja. Es ist zwar nur einer, aber Halleluja. Juhu, yes. Na, sorry. Ist das nicht prickelnd? Also, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde es geil. Und ich werde jetzt annehmen, jeder freut sich darauf, da hinzukommen und schön die Truhe einzusacken mit einem Punkt. Ja, ich habe noch eine weitere Überraschung für euch. Und ja, die werde ich euch dann direkt nach dem hier vorstellen. Und bis gleich. Krähenvater. Doch was er fand, war weit mehr. Ein Geheimnis, längst vergessen, ein Weg zu einer anderen Welt. Ja, hallo Freunde, ich bin's wieder, euer Zockopa Exodia Black. So, ich bin gerade hier im verlorenen Tempel und zeige euch mal eben kurz, wo ich bin. So, im Grunde genommen bin ich noch nicht weit. Jeder kennt das Spiel und ich bin jetzt auf dem Weg hierhin, da. So, und ich habe das Spiel auch schon, weiß ich nicht, zig Mal durch, sage ich jetzt. Und ich habe mich immer wieder rumgeguckt. Ich habe mich wieder rumgeguckt. Alter, hast du ein Deutsch, du Blitzbirne. Nee, ich habe mich immer wieder umgeguckt und nie was gefunden. Und ich denke, oh, klasse, oh, das ist alles durch. Und ich habe mich immer gewundert, man springt, man geht hier nie runter. Ne? Man geht eigentlich, man schießt den Stein da ab, der da hängt. Und dann, nö, macht man sein Ding hier, geht darüber und, aber genug der langen Rede. Ich habe jetzt gerade mal einfach hier geguckt und bin hier runter. Und, hallo? Nun gucke ich nicht ganz blöde, sondern da ist noch eine Truhe. Ich glaube, ich lüge. Und ist hier sonst noch was? Nein, es ist zwar nur eine banale Truhe, aber, ich weiß nicht, wer den Weg kennt oder die Truhe kennt, weil die wird von oben weder angezeigt noch sonst noch irgendwas. Ja, und das ist eigentlich das, was ich euch noch mitteilen wollte, weil mir das gerade eben aufgefallen ist. Und ich meine, es ist geil. Und naja, ich sag einfach mal danke. Und wenn's ihr meint, es wäre ein gutes Ding, gut neu entdeckt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wünsche euch und bleibe euer Zockopa Exodia Black.